In unserer Reise nach Apulien heute machen wir eine Pause in dem Weingut Massimago. Massimago befindet sich in die Vallata di Mezzane. Das ist ein Tal, der in die alte Zeit unter das Meer lag. Deswegen haben wir verschiedene Schichten an Erde und das ergibt wahrscheinlich auch diese tolle Weine. Wir sind in die Gegend von Valpolicella, wir sind nicht so weit von Verona und auch nicht so weit von der Schloss von Soave. Wie ihr sehen könnt, die Weinberge sind ein Traum. Das ist eine wunderschöne, wie ein Paradies fast hier. Und hier werden biologische Wein produziert, Valpolicella und natürlich Amarone. Und heute laufe ich langsam in die Küche, wo Erwin für uns eine tolle Risotto vorbereiten wird. Eine Risotto mit roten Beeten und Reduktion von Amarone. Und so, heute kochen wir mit Erwin eine Risotto mit rote Beete Purée, Reduktion von Amarone, Gel von Mandel und Lime. Und zuerst fangen wir an mit den Toasten von Reis. Wir werden anfangen mit Reis in die Pfanne zu geben und dieses Mal ohne Flüssigkeit, ohne Fett oder Butter oder Olivenöl, ohne diese Zutaten, ganz trocken werden wir den Reis toasten in die Pfanne. Wir toasten bis man eine so komische Krack, so komische Lärm an den Reis hört. Der Reis muss sehr, sehr heiß sein und erst danach können wir anfangen, nach dieser Toastung geben wir drinnen die Reduktion von Amarone. Die Reduktion von Amarone ist es praktisch den Amarone-Wein, der bei ungefähr 80% reduziert wird. Das heißt, wir haben nur 20% von Flüssigkeit. Was heißt ganz genau? Wir kochen einfach zum Beispiel 1 Liter Wein und würden wir dann nur 200 Milliliter übrig haben. Das heißt konzentriert an Zucker und an Konsistenz. Dann geben wir dazu Brühe. In diesem Fall ist es Brühe von Gemüsebrühe, wo kein Fleisch dabei ist. Eine Gemüsebrühe, die wird einfach vorbereitet mit Sellerie, Zwiebeln und Karotten und in dem auch die rote Beete ganz drin mitkocht. Die rote Beete, die wir dann später brauchen für die rote Beete Purée. Das heißt, nach dieser Phase werden wir die rote Beete schälen und mit einem Mixen passieren und dazu ein bisschen Salz und Olivenöl und ein bisschen Brühe, Gemüsebrühe dazu geben. Diese geben wir auch ein Teil, aber nicht so viel, auch in unsere Risotto, aber ziemlich zum Schluss. Am Anfang, wenn ihr seht, ihr kocht den Risotto weiter, immer so leicht bedeckt mit Brühe. Und so lassen wir noch eine Weile weiter kochen. Was für eine Risotto wir benutzen, das hängt auch, welche Qualität und welche Zeit wir benötigen. Durchschnittlich ist es zum Beispiel eine Carnaroni und ein Arborio sehr, sehr gut für dieses Rezept und ungefähr 18 bis 20 Minuten brauchen wir, um den Reis oder die Risotto so zu kochen. Was sehr, sehr wichtig ist bei diesem Rezept, wie bei allen Risotto-Rezepten, wir müssen immer denn Flüssigkeit, also die Brühe, muss immer warm sein. Wir können nicht einfügen Brühe, die schon kalt ist, sonst würde die Konsistenz von unserer Risotto anders sein. Und vor allem, wir umrühren nicht ständig den Risotto. Wir geben ab und zu und rühren wir ein bisschen und dann wieder ein bisschen, aber nicht ständig bei Rühren. Also wir stoppen ab und zu auf.
Natürlich, bevor wir das anfangen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir alle Elemente auch uns fertig machen. Zum Beispiel wiegen wir schon den Parmesankäse, den Butter, vorbereiten wir, wie gesagt, die Reduktion von der Amarone, wie zum Beispiel diese Püree von Rote Beete und die Brühe. Die sind alle Elemente, die wir zuerst vorbereiten werden. Die Rezepte finden Sie in unserem Text unter dem Video. Die Brühe nicht vergessen, immer warm. Und natürlich, wir müssen auch nicht vergessen zu vorbereiten. Ein sehr wichtiges Element kommt zum Schluss und das ist diese Gel oder von Mandelmilch. Und das ist nicht anderes als so Mandel, die mariniert werden eine Nacht in den Milch. Und dann diese Milch wird reduziert, also filtriert natürlich zuerst und dann reduziert. Wie gesagt, alle Rezepte finden Sie, die Zutaten für jeden Element von diesem Risotto unter dem Video. Wir sind fast in der Zwischenzeit, während ich gesprochen habe, fertig. Also wir haben genug Flüssigkeit dazugegeben. Ziemlich zum Schluss werden wir diese Püree von Rote Beete. Man gibt diese Püree von Rote Beete ziemlich zum Schluss, weil man versucht immer diese Farbe ziemlich lebendig zu lassen. Und je mehr die Rote Beete kocht, mehr verliert diese schöne rote Farbe. Wir sind, erinnere ich noch einmal, wir sind in Massimago, das ist ein Weingut, der produziert so biologisch, aber nicht nur die Wein, sonst die haben ihre eigenen Hühner, die sind von dieser Umgebung. Die haben ihre eigenen Hunde, die suchen auch Trüffel. Und es gibt viele, viele schöne Erlebnisse, was ja machen könnte, weil das ist wie gesagt nicht nur Weinproduktion, aber ein Erlebnis von kulinarisch gesehen, vom Essen bis auch so den Gärtnerei und einen Spaziergang in die Wald oder vielleicht Essen zwischen die Weinbergen. Es ist viel mehr hier zu sehen und zu erleben. Und weil die Idee ist es eben, dass die Wein immer so sehr präsent, weil am meisten hier Wein produziert werden. Die Weine werden dann kombiniert mit einem Gericht. Und dieser Gericht nimmt immer eine Zutat, die wieder zurückgeht an die Weine. Das ist wie eine so Verbindung, eine Rundverbindung, eine Connubio, würden wir sagen in Italienisch, in dem praktisch die zwei deutlichen Elemente, Zutaten und Wein, immer zusammen erscheinen in fast jedem Rezept. Und wie Erwin auch jetzt uns erinnert, es gibt verschiedene Gerichte, wie zum Beispiel die Ente, der wird kombiniert mit zum Beispiel die Pflaumen, die gekocht haben in die Amarone-Wein oder reduziert oder diese Kompost. Also jeden so Gericht hat eine Verbindung zu dem Wein. Und der Hund Michele heißt es, der Hund, der sucht die Trüffel in die Umgebung, weil wir sind auch nicht so weit von der Wald. Wir haben praktisch hier alles. Nicht so weit haben wir verschiedene Seen, nicht so weit haben wir einen Wald oder einen Nationalpark, die geschützt werden. Wir sind aber auch nicht in Effekt nicht so ganz weit weg auch vom Meer. Also natürlich brauchen wir schon ein paar Stündchen, aber in Effekt sind wir in einem Gebiet, wo ein bisschen die ganze Eigenschaft von Italien entspricht, von Landschaft gesehen. Meer, Erden, Tal, Hügel, haben wir alles fast hier. In der Zwischenzeit könnt ihr sehen, hier der Risotto wird dicker, also in Konsistenz. Und jetzt, 2 Minuten bevor wir die Kochzeit zu Ende haben, geben wir diese Püree von Rote Beete, weil diese Püree ist so schön rot.
Und dadurch, dass jetzt nicht so lange gekocht, bleibt diese Farbe so dieser Rot-Bordeaux immer noch sehr, sehr lebendig. Und nicht so, sagen wir, eine tote Rote, sondern eine lebendige Rote. Wie gesagt, 2 Minuten bevor der Risotto fertig ist. Und dann kommt natürlich das Ende von diesem Gericht. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen kontrollieren, dass wir nicht so viel Flüssigkeit haben. Dann geben wir den Butter, den Parmesankäse, rühren wir noch ein bisschen Olivenöl und mischen wir dann rühren. Das ist sehr wichtig. Diese Ruhezeit ist es dann wichtig, damit der Risotto dann noch cremiger wird, kompakter wird und nicht mehr so flüssig. Das dauert noch so ein paar Minuten Ruhezeit und nach dieser, Sie sehen, also der Risotto wird immer schön cremiger, flüssig, aber nicht flüssig so dünn, aber eine dick, könnte man sagen in Deutsch, dickflüssiger. Und das Ganze, wenn wir die Butter geben, den Parmesankäse, den Olivenöl, das machen wir nicht mehr mit Feuer. Das haben wir jetzt, diese endgültige Passage ohne Feuer. Und jetzt versuchen wir, die Risotto in einen Teller zu geben. Also es gibt auch hier verschiedene Methoden. Also es gibt wer, die benutzen einen Tiefteller. Und wer, wie Erwin benutzt einen Teller, der flach ist und versucht, den Risotto richtig schön auf den Teller zu verteilen und dann dabei macht er seine Dekorierung. Und zwar, das ist die Reduktion von Amarone, also von der Wein, mit dem unterschreibt er seinen Namen. Und dann diese Reduzierung von diesem Gelee von Mandel. Und natürlich können wir noch den Leim geben, also die Limette in dem Fall, also geriebene Limette. Und dann, wenn man will, muss nicht sein, aber hier gibt es eine Orto, so eine kleine Garten mit vielen Kräutern und Gemüse und essbaren Blümchen. Und jetzt macht ihr ein paar so schöne Blätter, damit die Farbe können diese Teller erleben, noch mehr, so wie ein Bild, wird fast gemahlen. Und damit kann ich euch sagen, nur Buon Appetito und viel Spaß beim Kochen.